Tacheremmel. Nehmen Sie sich bitte einmal 4 Minuten Zeit. Wenn Sie glauben, dass nur wir Jäger klagen, dann fehlen Sie so weit. Denn Ihre Lobbypolitik für eine Minderheit erkennt zu viele auf den ersten Blick. Sie erscheint allenfalls in Ihren Empfängerkreisen als ausgeklügelt schick. Herr Remmel, Sekunde bitte, ich hab Ihnen Wichtiges zu sagen. Etwas, was Ihre linientreuen Adressaten niemals zu erkennen wagen. Sie treten Eigentum und Freiheit mit ideologisch geprägter Sohle und exzessiver Salamitaktik auf Kosten des allgemeinen Wohles. Obacht, Herr Remmel! Wer die Rechnung ohne den Wirt macht und dadurch den Protest entfacht, wer Land und Leute ignoriert, der hat viel gewagt, doch nichts kapiert. Wer heimlich in ein Förmchen macht, es süßt und daraus Kuchen backt und seinen Bürgern offeriert, der hat Volksverdummung popularisiert. Herr Remmel! Haben Sie sich jemals für sachliche Fakten interessiert? Oder hätten diese Sie dann ohnehin nur desillusioniert? Statt von dir zu diskutieren, präferieren Sie es zu diktieren und mit der Mächtig der Verordnungsanmaßung Demokratie noch zu zensieren. Oh, Herr Remmel, ich erkenne Ihre wahre Intention. Der ÖG-Entwurf belegt, Sie sind nicht Öko, nein, Sie sind ein Ökonom. Das Ziel der Artenvielfalt geben Sie ohne weiteres auf und nehmen die Maxime Wald vor Wild statt Wald und Wild als kalt eingeplanten Kauf. Obacht, Herr Remmel, wer die Rechnung ohne den Wirt macht, sich auf die Schulter klopft und lacht dabei, Land und Leute ignoriert, der wird offenbar vom Ego dirigiert. Wer heimlich in ein Förmchen macht, es süßt und daraus Kuchen backt und seinen Bürgern offeriert, der hat Volksverdummung popularisiert. Okay, Herr Remmel, irgendwie tun Sie mir auch ein wenig leid. Für das Studieren komplexerer Zusammenhänge hatten Sie wohl keine Zeit. Kleiner Tipp an dieser Stelle, kommen Sie doch mal in Zelle. Ja, kommen Sie raus aus Ihrer Zelle, stellen Sie sich der Entrüstungswelle. Denn Sie überschreiten eine ethisch essentielle Schwelle. Herr Remmel, ich meine es nur gut, ich möchte Sie davor beschützen, dass auch in Zukunft gefilzte Jagdhüte und getäuschte Ökomützen und andere Bürger dieser Mitte bedrückte Verse über Sie singen, weil diese ausgerechnet Sie mit Doppelmoral in Verbindung bringen. Herr Remmel, hören Sie jetzt ausnahmsweise bitte richtig zu. In dieser Form die Finger weg vom Jagdgesetz, bitte lassen Sie's in Ruhe. Denn schon haben Sie sich Ihr Denkmal doch mit Bravour gesetzt. Glückwunsch, denn Sie sind der, der unseren Tierschutz unbeirrt in die Zweiklassengesellschaft hetzt. Oh ja, Obacht, Herr Remmel, wer die Rechnung ohne den Wirt macht, gräbt auf lange Sicht den eigenen Schacht. Wer Land und Leute einfach ignoriert, bekommt's irgendwann aufs Brot geschmiert. Wer heimlich in ein Förmchen macht, es süßt und daraus Kuchen backt und seinen Bürgern noch verliert. Der hat glatzüngige Halbwahrheiten, der hat gezielte Manipulationen, der hat Volksverdummung popularisiert.